Hallo, mein Name ist Ulf Hase und ich bin der Leiter des Geschäftsbereichs Motorrad Aftermarket bei TRW. Heute wollen wir euch einen Überblick über unser Bremsbelagprogramm für Scooter und Roller geben. In unserem Katalog findet ihr übrigens viele weitere Informationen zur richtigen Belagauswahl für euren Scooter oder auch Roller. Zum Beispiel auch, welche alternativen Bremsbelagmischungen für euer Fahrzeug zur Verfügung stehen. Nun aber zu unseren Bremsbelägen. Grundsätzlich lassen sich Bremsbeläge in zwei Gruppen aufteilen. Einmal die organischen Bremsbeläge und einmal die Beläge aus Sintermetall. Hier haben wir unseren organischen Allround-Belag. Dieses Belagmaterial enthält verschiedene Fasern, Reibmaterialien und Füllstoffe, übrigens auch Metalle, und wird mit Harzen dann unter hohem Druck und Hitze zu diesem Bremsbelagmaterial verbunden. Alle unsere organischen Bremsbeläge und auch einige Sintermetall-Bremsbeläge verfügen über ein innovatives Hakensystem auf der Rückenplatte, das das Belagmaterial untrennbar mit der Rückenplatte verbindet. Das ist das extra Sicherheit für euch. Kommen wir nun zu unseren Sintermetall-Bremsbelägen. Das hier ist die SRM-Mischung. Das Belagmaterial ist sintermetallisch. Der Produktionsprozess ist etwas anders als bei den organischen Bremsbelägen. Die Bestandteile sind überwiegend metallischer Art, daher der Name Sintermetall. Zunächst wird aus den Inhaltsstoffen so ein Rohling geformt. Dieser wird dann zusammen mit der Rückenplatte in den Sinterofen gegeben und quasi untrennbar miteinander verbacken. Der SRM-Bremsbelag ist entwickelt für große und schwere, also Maxi-Roller, die das Bremssystem durch ihr Gewicht oder durch ihre Leistungsfähigkeit stärker belasten. Dieser Bremsbelag überzeugt durch eine besonders hohe Leistungsfähigkeit, ist gleichzeitig sehr gut dosierbar und besonders geräuscharm. Aufgrund der nahezu gleichförmigen Gewichtsverteilung bei Rollern ist die Verwendung auf der Vorder- wie auf der Hinterachse möglich. Eine uns häufig gestellte Frage ist, ob Bremsbeläge eingefahren werden müssen. Grundsätzlich müssen alle Bremsbeläge unabhängig vom Belagmaterial eingebettet werden. Das ist aber bereits nach wenigen Kilometern erfolgt. Organische Bremsbeläge müssen allerdings wirklich eingefahren werden. Das dauert je nach Fahrweise ca. 50 bis 200 Kilometer und erfolgt am besten so, dass die Bremsbeläge immer kurz erhitzt, aber nicht überhitzt werden. Am besten bremst ihr dazu jeweils kurz ab, achtet aber dabei darauf, das Belagmaterial nicht zu stark zu belasten. Nach dieser Einbremsphase sind die vorher erwähnten Harze ausgegast und die volle Bremspower steht euch zur Verfügung. Einziger Nachteil der organischen Belagmaterialien: sie sind etwas weniger hitzebeständig als vergleichbare Sintermetall-Bremsbeläge. Wir empfehlen deshalb die Verwendung der Allround-organischen Beläge für Roller bis 125 Kubikzentimeter. Der Allround-Belag ist auf der Vorder- wie auf der Hinterachse einsetzbar. Hier haben wir noch etwas für unsere Sportsfreunde: der SR-Bremsbelag. Die maximale Performance bei sehr guter Dosierbarkeit steht hier im Vordergrund. Darüber hinaus ist der Belag aber auch sehr gut haltbar. Der SR-Belag ist für die leichten, im Scooter-Racing eingesetzten Roller konzipiert und leider nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Neben unserer Allround-organischen Mischung haben wir noch eine etwas abgespeckte Variante im Programm, die EC-Mischung. Diese ist etwas einfacher verarbeitet, beispielsweise ist die Rückenplatte nicht lackiert. Dafür ist dieser Bremsbelag aber auch preiswert. Diese Belagmischung ist ebenfalls für leichte Fahrzeuge, die im städtischen Alltag bewegt werden, empfohlen. Damit sind wir auch schon am Ende unserer Produktübersicht für die Scooterbremsbeläge. Alle diese Informationen findet ihr übrigens auch auf www.trwmoto.com. Viel Spaß beim Stöbern. Bis dann.